Meine Damen und Herren, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Zu meiner Rechten ist es heute Michel. Ihr habt es vielleicht im Titel schon können lesen, ich weiß nicht, wie ich den nennen will. Aber Thurgauer Dialekt versus Luzerner Dialekt. Wo ist die Kamera? Ah, dort. Sorry. Wie machen wir es? Du hast, also Michel, du hast Wörter aufgeschrieben? Genau, also ich habe Wörter aufgeschrieben und du musst herausfinden, was es heisst. Gut. No. Es sind aber manchmal auch Wörter, die fast ähnlich sind, die mir einfach anders sagen. Okay, gewisse, also das heisst, gewisse kann ich easy locker erraten, gewisse sind gottlos. Vielleicht. Mhm. Dann würde ich sagen, let's go! Okay, übrigens, da bin ich und meine Ente. Ja, mach näher. Da bin ich und meine Ente. Mein Ente. Die Michelle gehört zu der Entenfamilie. Habe ich letztes Mal herausgefunden. Okay, also. Also fangen wir an mit den Wörtern. Ameise. Ich weiss, was es heisst, aber wir sagen jetzt Ameise. Es ja. Ameise. Und ihr sagt es Ameise. N-Ameise. N-Ameise. Ja, okay. Das war jetzt ein ganz schön lockerer Einstieg. Kübel. Was hast du für Wörter aufgeschrieben? Ja, logisch, Kübel. Also. Nein, Abfall. Also Güssel meinst du? Kübel. Güssel. Ja, das ist gleich. Also ich sage jetzt, kann ich das in Kübel rühren? Oder in dann Abfall. Heisst es Abfall. Mich jetzt Abfall oder Kübel? Ja, also Güssel, ganz normal, klassisch. Götze. Götze? Ja, habe ich keine Chance. Wenn du so Wasser in der Hand hast und du so schüttelst und dann götzisch, wenn so das Wasser über Abend schwippt und du bist nass. Güsse? What? Nein. Götze. Ah, Klicken. Nein, die Kinder tun ja immer. Säule. Mit dem Wasser so rumspielen. Hör auf, Götze, sagen wir dann. Hör auf mit dem Wasser rumspielen. Das gibt bei euch ein Wort. Was heisst bei euch Säule und Güssle? Säule, halt so neben draussen das Zeug. Und schön essen und dann geht alles neben draussen. Ich weiss nicht. Hör auf, so Säule. Hör auf, Lettere. Lettere. Ich hab gewusst, das ist auch noch so etwas Spezielles. Holzbock. Ist das, was du mir gestern gesagt hast? Ja. Ich hab's schon vergessen. Die haben es gestern gesagt. Holzbock. Ich hab's wirklich vergessen. Es ist Zicke. Also deine Mami sagt dir, wenn du so fünfig oder fünfig warst, hey, schau mal noch schnell, ob du einen Holzbock hast. Wo kannst du mal da reinkommen? Ja. Also. Dann Züsle. Flasche. Züsle? Ja. Ja, das ist logisch. Ich heiße Zündholzli anzünden. Ja. Also ja. Züsle, mit einem Feuer rumspielen. Ja. Chile. Chile. Ah nein, sorry, Kirche. Ah, da bist du schon langsam im Luzernerdeutsch, hä? Nein. Kirche. Ich bringe ihr Luzernerdeutsch bei. Kirche. Kille. Dann Chlübe. Ich weiss es, wenn du mich immer chlübst, so ja. Dingsle. Es heisst Chlübe. Scheiße, ich habe nicht aufgenommen. Nein. Wieso soll das so lustig sein? Ich habe nicht mehr gelacht. Also, Vito. Du brauchst immer so lange. Bene. Belle oder Benne? Benne. 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 Penne meinst du? Nein, Benne. Benne aller Beata. Gib mir einen Tipp. Es braucht es auf der Baustelle oder auf dem Bauernhof. Eine Schaufel? Ist das ein Werkzeug? Nein, es ist ein Fahrzeug. Ist es eine Art Traktor oder etwas anderes? Nein, es hat nur ein Rädchen. Ah, ein Einrad. Hä? Wer fährt mit dem Einrad auf der Baustelle rum? Schubkarre. Garette. Benne. Benne. Der Loren, Jerusalem, was ist das? Garette ist ja viel chilliger zum Sagen, oder? Oder Schubkarre. Schubkarre ist der Deutsche. Ich sage sowieso, euer Dialekt ist mega krass am Deutschen angelehnt. Nein. Doch, ihr habt gewisse Sachen von der Deutschen. Nein. Mal habt ihr. Gech. Schräg rauf. So gech rauf. Ja, genau. Krömeren. Sag ich mir auch. Wenn so, sagen wir, du bist 12 und du ja. Gehst in der Pause oder nach der Schule kurz ein bisschen krömeln, also Süßigkeiten kaufen, so Sachen. Ja. Krömeln. Es fieselt. Wenn es so ganz minim schneit, so ganz. Hell. Hell? Hell. 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 Ja, nicht, wenn ich doch über hell meine, dann machst du das. Ja, so. Aber hell. Hell. Hell, no. Hell. Ja, was ist das? Hell! Isig! Isig! Hell! Hast du noch nie gehört?
Das ist so ein unangenehmes Wort. Also so. Hepe. Ja, umschreien. Hast du eine laute Hure Hepe? Hom. Geh mal Hom. Hey, das ist doch irgendwo Appenzeller oder irgendwo. So sagt mein Großvater da eben immer. Geh mal Hom. Schon? Meinetwegen. Sagen wir auch meinetwegen? Ja, meinetwegen kannst du es machen. Ich habe auch erfunden. Nein. Der Main-Dialekt ist immer noch ein Luzerner Dialekt. Doch. Jeder Dialekt ist vom Luzerner Dialekt. Jeder Dialekt. Jeder Dialekt stammt vom Luzerner Dialekt ab. Und ihr habt noch bei den Deutschen noch ein bisschen geschaut. Nein. Doch, habt ihr. Trötzle. Trötzle. Trotzen. Ja, aber ist das gleiche wie Trotzen? Nein. So mit Trötzle. Ich sage Aber ich frage, ob es das gleiche wäre, damit ich weiss, was für ein Wort. Trätzle. Ich habe das Gefühl, du bist unglaublich schlecht in Deutsch und wenn man den Zuhörer von mir oder wie der heisst. Trätzle. Also, Trätzle. Trätzle. Gib mir einen Tipp. Was soll ich sagen? Nein, einen Tipp. Es ist nervig. Keine Ahnung. Also, wenn du zum Beispiel ein Büsi hast und du so ein Gudeli in der Hand. Ein Gutzli? Ein Gudeli. Also, fürs Kätzli ist das Essen, oder was? Ich habe so ein Gudi halt. Und dann ziehst du ihm immer weg. Dann nervt sie sich doch und dann trätzelst du das Kätzchen. Ah, Zeugle! Ha ja. Zeugle! Trätzle. Aha. Dann Bitzki. Bitzki beim Äpfel? Ja. Ja, ist klar. Bölle. Ball. Nein. Fußbölle. Nein. Bölle? Ja. Bölle? Ein Ball? Nein. Okay, was ist denn? Zwiebel. Ein Zwiebel. Klüppoli. Ein nervender Mensch. So ein Nervensäge. Nein. Keine Ahnung. Dann wirst du Hände klammern. Oh! Das war gut von mir, hä? Gunte. Ein Pfütze. Genau. Hey, ich denke einfach, weißt du gut? Jetzt übertreib mal. Ja, bin gut. Suckel. Suckel. Suckle. Suckel. Aber hast du jetzt etwas zusammen mit Suckle? Weißt du, Suckle? Suckle ist. Suckele. Nuckle. Ah, nein, Nuckle, sorry. Suckele. Nein, Nuckle meine ich. Das ist so, man tut keine Ahnung. Darf ich oder Nuckle? Am Shop. Ah, am Nuki-Nuckle. Wir sagen eben Suckele. Du hast gerade das Ding nicht da, wie heisst das? Ricola. Ein Ricola am Suckele bist du? Nein. Doch? Suckele ist etwas anderes. Aha. Aber Suckele sagen wir auch. Ja. Okay, Suckele, was ist denn das? Runder Rücken oder was? Suckele ist eine Sau. Ein Suckel. Hm, okay. Ein Kiefle. So diskutieren. Also so. Streiten. Ja, ja, genau. Pfadschufeln. Pfadschufeln. Pfadschufeln? Mit dem, was ich Pfaden tue. Pfaden. Ja, also Schneeschufeln. Das ist jetzt typisch. Seht ihr, das ist typisch Hochdeutsch. Pfaden. Pfaden gibt es nicht im Hochdeutschen. Ich pfade kurz einen Bürgersteig. Nein, Pfaden ist nicht Hochdeutsch. Pfaden? Sicher ist es Hochdeutsch? Nein. Pfaden? Ich pfade, du pfadest. Nein. Sicher? Warte mal. Also, Pizza. Nein. Du hast auch kein gratis Gutschein Sportix. Nein, das ist ja keine Win-Win-Situation. Was? Es ist, muss ja keine Win-Win-Situation sein. Ich ziehe noch Winterhose. Nein. Also. Was war das Wort? Gewesen? Faden. Faden auf Hochdeutsch. Faden. Es stimmt schon, Faden auf Hochdeutsch. Nein, ist ja schon, habe ich schon eingegeben. Nein. Faden konjugiert. Kannst du nicht mehr konjugiert schreiben. Du schreibst kanonigiert. Schau da! Ich pfadete, du pfadest, er, sie, es pfadet. Ich hätte gut, also ich hätte gut, nur die Zehnerhose hätte ich bei mir gehabt. Hätte ich doch nur gewettet, Mann. Das war auf Kamera gewesen, Mann. Vor allem die Zehnerhose. Hätte ich gebraucht. Letzte. Warte, mir ist vorher etwas Neues hingekommen. Bei Pfaden. Ah ja, ganz kurz schnell reingrätschen. Weißt du, was Schneebaum heisst? Nein, Baum. Schneebaum. Wenn die Schneeschnitze fährt und sie schnitzt von der Straße den Schnee auf die Seite und dann gibt es außen dran so einen Hügel, so mässig. Ah ja. Schneebaum. Wir sagen dem anders. Wie sagen ihr? Ihr habt kein Wort dafür. Nein, wir sagen einfach ja. Ja. Nein, ich muss sagen auch so. Er hat den Mur gefallen. Ein Mur? Oder sowas. Ja, okay. Letzte Schneebaum, Wort. Topwort. Ja? Zeine. Ja, weißt du Zeine? Ja. Auf das hast du am schwierigsten gefunden. Am schwierigsten? Klüpperli ist, glaube ich, schwierigste gewesen. Oder Holzbock ist auch ein bisschen lustig. Ja. Ich frage mal die Swami. Was? Ob sie es weiss? Ich könnte gerne mal eine hinschreiben, wenn du entweder ein thurgauerischer Dialekt oder. Also nur da. Wir akzeptieren eigentlich nur thurgauerische Wörter. Nein, wir akzeptieren eigentlich nein. Jegliche Wörter. Da wäre es halt gilt nicht. Wem sein Account ist das? Mein. Wenn ihr noch irgendein Wort habt auf Luzernerdeutsch, das vielleicht Michel eventuell nicht verstehen kann, schreibt es in Kommentare. Oder schreibt es mir auf Instagram.
Schwer, eventuell auch nicht. Wenn ihr ein richtig gutes Wort habt, dann schreibt das bitte. Dann sage ich das an Michel dann oder dann kann sie in die Kommentare durchgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also. Dann übernimmt du den Kanal da. Tschüss! Oh mein Gott.